Genau, und da haben wir uns reingebaut. Achso, und das Zeug von hier hat sich wieder verpieselt. Schade. Ja, und hier in dem Berg müssen wir irgendwie noch einen Eingang zimmern, da unten. Vielleicht machen wir auch einen Pisteneingang mal etwas versteckter. Ja, mit Tageslichtschaltung könnte ich jetzt noch anfügen, aber Tageslichtschaltung heißt wieder, dass wir ganz lange im Never rumrennen, um irgendwelchen Quarzsand da, Never-Quarz, zu finden und ihn dann auch noch zu benutzen. Also nicht nur finden, sondern auch benutzen. Das wäre auch hardcore, oder? Wenn wir das machen würden. Findet ihr nicht? Was ist denn mit dem los? Der trägt ein Ei? Egg not brain. Der trägt ein Ei. Noch ganz viele Creeper. Ah, zwei. Ach, eine Höhle. Ja, wir haben ganz tolle Musik im Hintergrund, aber der Regen ist lauter als die Musik. Ich weiß. Würde es auch gerne, also, aber dann, wenn es aufhört zu regnen, seht ihr? Dann wäre die Musik viel zu laut. Wäre doch schlimm, oder? Also ertragen wir einfach den Regen. Also sowieso gerade eine Spessere zu tun. Mit Sprinten und Springen, ja, je. Yeah. Dann fliegt das Vieh immer so 50 Kilometer weit. Das ist immer hübsch. So, und zu allem Überfluss wird jetzt auch noch Nacht. Das ist doch gut, oder? Vor allem, da wir das jetzt in einem Ding durchrennen müssen. Pff. Ja, ich weiß, ich laufe ein bisschen verquere. Aber ich möchte auch den Weg wiedergehen, wiederfinden. Genau, und hier haben wir unseren Pfeil. Da haben wir eine Kuh. Das ist ja auch hübsch. Ja, das ist hier auch schon okay und hübsch und so, aber hinten, wo ich jetzt bin, ist noch hübscher. Hübscherst Ecke. Oder so. So. Ich hatte echt hier, als ich suchen war nach meinem Zeug, war ich nur hier vorne. Mir war gar nicht bewusst, dass ich so weit schon weg war. Also, müsst ihr euch mal überlegen, wie weit dieses Bergbiom hier... Ich bin schon wieder am hinteren Rand des Bergbioms, glaube ich. Naja, geht planschen, scheiß Skelett. So. Ja, und ich müsste auch mal wieder runter in die Höhlen eigentlich... Also mal ein bisschen erkunden und Diamanten farmen und so. Ach ja, so viele Dinge, die man machen müsste, sollte, würde, könnte. Aber im Endeffekt ist das ja auch wurscht. So. Die Erfahrungspunkte hätte ich gerne. Ach, ist das nicht schöne Musik. Passt jetzt auch gerade so ein bisschen. Jetzt, wo der Regen weg ist. Ja gut, eigentlich passt sie nicht besser, weil der Regen weg ist, sondern man hört sie einfach nur, weil der Regen weg ist. Na? So. Ding, ding. Level 20. Und zwar... Echt, viermal muss ich draufschlagen. Klöngel. Ich hatte auf dem Hinweg noch ein Bett bei, ne? Oh, Endermans. Ich guck sie nicht direkt an, ich guck sie peripher an. Ja. Thank you.
Puh. This was thrilling. Puh. Da unten sind gleich noch mehr. In der Wüste, also Wüstenbiome sind echt gut zum Monsterjagen, oder? Da steht noch so ein blöder Zombie rum. Ja, toll. Falschen Moment geklickt. So, Creeper. Oh, ich renne mal hier durch. Ja, ja, schieß. Danke. Ich wusste, dass du das tust. Blöd Vieh. Blödes Vieh. So, so, so. Vorbei an den Schweinchen. Und vorbei an den Bäumchen. Mitten rein in die Blätterchen. Tirili, Tirilö. Und mit. Afterburner. Afterburner war das Wort. Ach, es ist so schlimm. Dieser Presslufthandel. Brrr. Ach ja. Naja, gut. Gehen wir erstmal in den Baum. Dann hüpfen wir hier wieder rüber in den Fluss. Dann gehen wir wieder in den Berg hoch. Es ist immer wichtig, das zu beschreiben, was man gerade tut. Es könnte ja sein, dass einer jetzt während von euch während des Let's Plays erblindet. Und dann würdet ihr es ja nicht mehr sehen. Ne? Also da muss man ja gegen irgendwie sorgen. Also vorsorgen. Einfach. Wisst ihr? Also auch wenn ihr spontan jetzt erblinden würdet, könntet ihr dem Let's Play-Verlauf, dem Spielverlauf weiter folgen. Das ist ein Dienst nur von mir für dich. Also für dich, du, der dir schon jetzt die Augen reibst und schon fast blind geworden bist. Bin ich nicht nett. Und ja, mit Unterholz hier. Unterholz ist super. Also es spawnt relativ wenig jetzt im Wald, ne? Ich glaube bei Gronkh, ich weiß nicht, ob das eine Designentscheidung war, dass damals das Wüstenbiom, was er da hatte, um zu terraformen zu einem Waldstückchen, aber dadurch spawnt bei ihm so viel. Och, sind wir weit weg. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob die andere Mine, wo wir da ja mal waren, ui, hoch, hohe Kante, ob die genauso weit weg ist. Also es könnte hier quasi funktionieren, den Vorschlag des einenjenigen, der Kommentare geschrieben hat, umzusetzen. Also wir sind ja doch schon ziemlich weit weg. Könnte klappen. Vorsicht, dies war ein Spoiler. Also falls ihr es gehört habt, aber es hätte nicht hören wolltet, habt im Nachhinein weggehört. Hilft. Oder regt euch auf in den Kommentaren, dafür sind sie da. Bewerft mich mit Daumen Richtung Wurscht. Hoch, runter, seitlich. In die Nase. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Haha, ja. Schießt euch gegenseitig, Idioten. Ja, du kannst da mal hinterfliegen. Nein, ihr sollt euch nicht umbringen. Ich will euch umbringen, weil ich will die Erfahrungspunkte dafür haben. Ja, jetzt beschießt du wieder mich. Jetzt beschießt du wieder mich. Ja. Mir nicht alles tut. Im Minecraft-Kampf. Ach, so viele Creeper. Das ist doch echt unnormal, oder? Also echt scheiße getuned aktuell, die Werte. Dafür gibt es bestimmt auch. Hui. Ja, mach bumm. Ist mir jetzt auch egal. Achso, ich könnte ja mal so. Genau, ich könnte so machen. Habe ich auch gesehen. Hö. Ist auch immer wichtig, also ich sehe dabei vor meinem geistigen Auge auch immer wieder der Let's Player, der das auch immer macht, so den Kopf zur Seite neigt, so, hö, kannst mir nix, hö, ist herrlich. So, gehen wir mal da hoch. Wir sind gleich wieder an unserer alten Crib. Wir sind gleich da, deswegen nehmen wir einfach mal die Abkürzung durchs Wasser. Da oben ist es. Ach.
Und dazu jodeln die Engelschöre. Ja. Herrlich. Passt doch. Ah, ja, noch höher. Ja, komm runter. Komm runter, komm runter. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Und die Hundis sind auch fröhlich. Alter Schwede. Das hat mich ja wirklich erschreckt. Hui. Dass sowas mit Minecraft überhaupt noch möglich ist, sich zu erschrecken. Also ich meine, nach sowas wie Doom 3 und so. Oder Doom 4. Oder sowas wie Pokémon 1 bis 5. Dass es da überhaupt noch möglich ist, sich zu erschrecken. Unglaublich. So, hier, Kisten absortieren. Ah, eine Enderperle. Eine Enderperle. Ich habe ja schon 7. Wow, okay. Spinnenaugen, Knochen, Pfeile. Pfeile gehören aber eigentlich da oben hin, das weiß ich noch. Ja! Könnte auch mal Pfeil und Bogen mitnehmen, ne? Also wäre jetzt nicht so außerhalb meiner Möglichkeiten. Zombiehirne. So stimmt ja, damit wollten wir ja die Hunde immer füttern, dann bleiben die schön aggro. Was ist meine Fleisch? Ja, hier ist meine Zombiehirnkiste. Eier haben wir da auch drin. Eggnog können wir dann auch irgendwann machen. Achso, falls ihr nicht wisst, was Eggnog ist, guckt doch einfach selber bei Wikipedia nach. Da muss ich es nicht tun. Das wäre sehr nett von euch. Ich danke dir. Genau, dir. Hm? Danke. So, was haben wir denn jetzt hier? Genau, unsere Haltbarkeit. Ach, nehmen wir eine Opsi mit. Nehmen wir eine Opsi auch mit. Und ja, wir könnten noch was enchanten. Das wäre ja jetzt möglich. Könnte jetzt nämlich auf dieses... Ach, okay, das darf ich nicht. Das geht jetzt hier nur... Ah, okay. Ach so, weil man das... Okay, das ist dann Glück... Oh, verdammt. Ich brauche dieses Mod. Ich brauche dieses Mod. So, was haben wir denn jetzt hier gehabt? Wir haben hier Haltbarkeit 3, Effizienz 4 und Behutsamkeit 1. Und das ist nur Haltbarkeit 3. Aber das würde reichen. Also das wäre okay für den Berg an sich. Ist nicht schlecht gewürfelt für, dafür, dass es gewürfelt ist. So, Opsi hätten wir bei. Und dann brauchen wir noch... Brauchen wir eigentlich noch was von hier? Ich könnte ja hier unten ein bisschen... Nee. Nee. Yeah. Bisschen Eisen noch mitnehmen. Brauchen wir jetzt viel Eisen. Ah. Immer wieder dieses ah, zwischendrin, das ist der Presslufthammer. Der steckt noch ein bisschen in den Knochen. Entschuldigung. Ah. Und damit ist die natürliche Computerspielhaltung, also die mit dem runden Rücken und auf den Tisch lehnend, natürlich gerade nicht die beste. Also es ist nicht besonders entspannt gerade. Ja, eigentlich eher wie. Aber so viel zu persönlichen Befindlichkeiten. Und mit diesem wollen wir uns auch jetzt nicht zu lange aufhalten. Also vielleicht jetzt noch diesen Moment, bis ich das jetzt hier fertig verteilt habe. So, jede Menge Holz. Holz brauchen wir nämlich auch drüben. Wir brauchen Kisten. Genau. Dann würde ich nämlich sagen, dann startet... Das Abenteuer, welches wir uns vorgenommen haben, gleich nach der nächsten Werbeunterbrechung. Nein, wir machen keine Werbung, wir brauchen keine Werbung. Das fand ich auch interessant. Also jetzt kann ich wieder nur... Ist schlimm, ich kann jetzt nur über andere Let's Plays erzählen. Ich hab einfach kein Leben mehr. Ach nee. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, ich werde niemals in die Verlegenheit kommen, mir darüber ernsthaft Gedanken zu müssen, Gedanken machen zu müssen. Macht Sinn, der Satz, oder? Ja, macht Sinn. Ob ich meine Videos monetarisiere. Also, ob ich YouTube erlaube, sie zu bewerben und so weiter. Also gut, ab diesem Let's Play jetzt wäre das möglich. Es ist halt nur die Frage, wie man das rechtlich klärt.
für die alten oder ich muss einen neuen Kanal aufmachen, müsste man noch anfragen. Aber der Google Support ist sowieso immer der wortkargste. Die ignorieren immer sämtliche Anfragen. Habt ihr damit eigentlich auch ein Problem? So ein multinationaler Konzern macht so, also ich meine, stellt die Suchmaschine eures Vertrauens, macht eure Handys flott und was sie nicht noch alles tun. Also hier haben wir ganz viele Projekte. Einige existieren, einige werden eingestampft, siehe Google Reader. Aber wobei, jetzt nach dem Buhai, der da passiert ist, glaube ich nicht, dass sie es wirklich einstampfen. Aber vielleicht doch. Vielleicht lohnt sich das für sie gar nicht mehr, die Daten so da zu akquirieren, weil sie jetzt andere Möglichkeiten haben. Weil Google lebt ja primär davon, Daten zu verkaufen. Dies ist ja so ihr Hauptgeschäftsfeld. Also alles, was euch bewegt, was euch kümmert, was ihr bei YouTube seht, was ihr kommentiert und so weiter, fließt alles ein in ein großes, großes Speicherdingsi. Speicherdingsi muss ich jetzt nur sagen, damit es sich auf Großes reimt, also dass es zu Großes passt. Und irgendwie leben wir alle damit. Und auf der anderen Seite, so unterschwellig macht man sich immer so Gedanken, was passiert denn, wenn... Aber über der Oberfläche, wenn man darüber so richtig nachdenkt, kommt man doch immer zu dem Schluss, dass man aktuell nicht so wirklich da herumkommt. Zum Beispiel wäre da zu erwähnen die, ach mein Gott, wie nennt sie sich? Google Cloud Notification API. Hä? Was ist denn das? Das ist ganz einfach etwas. Ach hier, da, unser Crib. Hier haben wir mal genächtigt. Ach, es ist ein schönes Haus. So stilvoll. Und das Dach, Mann. Ist mir aber gut gelungen, muss ich sagen. Nee, Google Notification API. Wer das noch nicht gehört hat, schlage es mal nach. Und zwar, wenn man auf einem Android-Handy oder auf ein Android-Handy eine Notification schicken möchte, hat man dafür jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Hauptproblem ist, dass es nicht so richtig geht. Also, wie macht man das mit dem Rechner? Auf dem Rechner ist der ein Problem nicht. Also, es sei denn, es ist kein Rechner, sondern ein Notebook. Ja, Notebooks sind es auch, Rechner, blablabla. Aber ja, ihr werdet gleich verstehen, was ich meine, wenn ich meinen Punkt klar gemacht habe. Folgendes Problem existiert bei einem Rechner nicht. Strom. Das heißt... alles, was da so im Hintergrund läuft, kann fleißig mit dem Internet kommunizieren. Macht eure Leitung voll, euren Rechner langsam und so weiter. Ihr kennt das ja, Autostart, immer mal wieder aufräumen und so. Kennt man ja alles. Oder für die Leute von euch mit Macintosh, denen kann ich nicht helfen. Bei euch ist Hopfen und Malz einfach verloren. Und für die mit Linux-Maschinen kennt das sicherlich auch. Cronjobs, die im Hintergrund halt Dinge erledigen, Daten vorbereiten, runterladen. Paketlisten werden dann mal eben zwischendurch runtergeladen oder sowas. Kennen wir ja alles. Ist ja Usus. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt stellt euch das Ganze mal auf dem Handy vor. Auf dem Handy habt ihr nämlich genau eine Ressource, die für uns alle eigentlich immer nur eins ist. Zu wenig, zu knapp. Naja, gut, außer für iPhone-Benutzer. Bei denen ist das nicht so schlimm. Liegt jetzt nicht daran, dass iPhones so besonders lange den Akku halten würden. Also im täglichen Doing, also wenn man das Ding wirklich benutzt, hält der Akku genauso lange oder genauso kurz wie bei allen anderen. Aber gefühlt hält der immer eine Woche. Wenn der bei jemandem wirklich eine Woche hält, dann sage ich euch genau eine Sache. Der benutzt das Scheißding nicht. Mhm. Weil sonst ist das gar nicht möglich mit den Akkus, die wir aktuell haben. Und ja, du kannst dir dann wieder einen Akku an deinen Akku hängen und damit permanent dein Telefon aufladen, bis dieser Akku alle ist und so. Also kannst die Sache ein bisschen scheißen, kannst da hinten dran klipsen, wird es ein bisschen dicker, das Gerät und so. Es gibt da diverse Möglichkeiten, da sich rumzutricksen. Andere Handyhersteller haben sich darauf verlegt, dass man die Akkus aus ihren Geräten auch rausnehmen darf, ohne gleich hier Pest, Cholera und die römische Inquisition auf den Hals gehetzt zu bekommen. Da kannst du dann einfach den Akku tauschen, dann wird die Klappe, die den Akku festhält, mitgetauscht und dann ist er größer.